Hallo Freunde, herzlich willkommen. Wir sind jetzt 2 Jahre Family on Tour, das heißt, wir sind 2 Jahre unterwegs. Mittlerweile haben wir hier unten Familienzuwachs bekommen, seit nahezu 10 Wochen, also es ist die 10. Woche, dass der Hund in unserem Leben ist. Ich habe zwar in meinem Buch, vor allem für mein Einsteigerbuch für Wohnmobilfahrer, geschrieben, dass ich niemals einen Hund im Wohnmobil will, aber naja, ihr kennt ja das niemals, sagt niemals nie. Ne? Gut, das letzte Jahr war sehr durchwachsen, wie ihr sicher schon festgestellt habt, meine Webseite heillos im Rückstand mit den Berichten. Auch dieses Jahr habe ich noch nichts geschrieben. Ich arbeite momentan an einem neuen Buch, was allerdings mehr in Richtung meines Broll-Kanals geht. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel drüber verraten. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Wie ihr seht, wir sind hier an einem windigen Strand in Spanien gestrandet. Es ist relativ kühl dieses Jahr, beziehungsweise auch schon im Oktober, November war es hier relativ kühl. Und momentan ist halt hier auch der Kampf zwischen Kalt- und Warmluft noch im Gange. Manchmal recht stürmisch, manchmal weniger stürmisch, aber es ist halt momentan ständig Wind. Ja, was soll ich euch noch sagen? Wir stehen hier wunderbar. Ihr seht hinter uns auch Palmen. Wir sind an einem Strand. Und weil wir jetzt gerade an einem Strand stehen und ich auch hier mehr oder weniger mir das Maul fusselig rede, eine Bitte an alle Wohnmobilfahrer, die nach Spanien fahren: Haltet euch doch bitte an die Regeln. Ihr wisst genau, wir machen uns alle Plätze kaputt hier, wo wir stehen dürfen, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Alles, was nach Camping aussieht, sollte unterlassen werden. Ich tue nicht mal meine Matte vor die Wohnmobiltür, damit kein Anlass zur Reklamation ist. Ich bleibe keine Wochen lang stehen auf irgendeinem Platz. Ja, ich bleibe mal 2, 3 Tage stehen. Ich bleibe auch mal eine Woche stehen, aber das ist dann das Höchste der Gefühle. Dann wechsle ich meinen Platz, fahre an einen anderen Strand. Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Es sind auch hier viele Stellplätze und Campingplätze im Entstehen, beziehungsweise Stellplätze weniger, weil das spanische Gesetz die Unterscheidung zwischen Camping und Stellplatz eigentlich nicht kennt. Viele Plätze sind in einer Preisstruktur, wo man akzeptieren kann, also unter 10 Euro. Andere Plätze sind leider, Mama kaspert schon wieder rum, weil die Kinder Blödsinn machen am Auto. Andere Plätze sind über 10 Euro, sogar weit über 10 Euro. Die meide ich natürlich genauso, weil irgendwo ist auch meine Schmerzgrenze erreicht. Und wenn ich hier ein Haus für 160 Euro, ein nagelneues Haus für 160 Euro im Monat mieten kann, dann werde ich ganz sicher nicht hergehen und für einen Campingplatz mehr als 10 Euro bezahlen. Und dann bin ich schon eigentlich teurer, als was mich das Haus kosten würde. Also von dem her, wie gesagt, kann ich verstehen, dass die Leute dann das Freistehen bevorzugen. Macht euch die Plätze nicht kaputt, Leute. Haltet euch am Strand oder wenn ihr irgendwo steht daran, keine Tische, keine Stühle raus. Mann, wenn es unbedingt braucht, dann tragt euer Klump die 10 Meter oder 5 Meter an Strand runter, da sagt kein Arsch was. Nur wenn ihr direkt vorm Wohnmobil euer Klump aufbaut, dann habt ihr natürlich irgendwann ein Problem. Ja, ich fahre auch nicht auf Klötze, sondern ich suche mir dann halt, wenn es gar nicht anders geht, vielleicht einen Stein, wo ich drauf fahren kann oder ein Stück Holz, ein Holzbrett oder irgendwas. Hier liegt so viel Müll rum. In Spanien, da findet man immer was, ja, und Thema erledigt. Das Fahrzeug sollte immer abfahrbereit aussehen, Parken erlaubt, sie dulden auch das Übernachten, aber treibt es halt nicht auf die Spitze, indem man dann noch anfängt Camping zu machen. Also, das meine Bitte an alle Wohnmobilfahrer. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Wir haben hier einige Reparaturen machen lassen, wie letztes Jahr auch in Tschechien. Haben dabei einen Haufen Geld gespart. Ich warte jetzt noch auf den Freitag, da möchte ich noch meine Dieselpumpe hier abdichten lassen, was mich im Vergleich zu Deutschland
eigentlich ein Witz kostet. Sprich, ich zahle hier maximal 300 Euro fürs Dieselpumpen abdichten. In Deutschland bin ich mal schnell mit einem Tausender dabei. Ja, in Tschechien habe ich auch einiges an der Reparatur machen lassen. Wir waren auch in Polen letztes Jahr bis fast hinten an der russischen Grenze, also in den Masuren. Sehr schön, spitzenmäßig, freundliche Leute, sowohl in Polen, Tschechien wie auch in Spanien oder auch in Frankreich, in Belgien, Holland, Italien, überall wo wir waren. Ein Haufen freundliche Leute getroffen, hilfsbereit, gastfreundlich, also ich kann nur Positives berichten. Wo ich Negatives berichten kann, sind eigentlich nur von Wohnmobilfahrern. Da gibt es leider immer welche, die aus der Reihe tanzen, die meinen, die Welt gehört ihnen oder die meinen, sie sind was Besseres als andere. Ja, diese Leute gibt es halt, von denen halte ich mich fern, nehme Abstand und dann ist das Thema gegessen. Was manchen nicht ins Konzept passt von diesen Leuten, ist natürlich auch, dass wir nicht systemkonform leben, mit dem Wohnmobil unterwegs sind, unsere Kinder selber unterrichten. Wobei ich da sagen muss, wir haben sehr, sehr viele Familien mit Kindern auch unterwegs getroffen mittlerweile, die auch wie wir unterwegs sind. Und wir haben sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Und ich kann nur eins sagen, wer sich ausführlich mit den Schulsystemen dieser Welt beschäftigt hat, und Verantwortung für seine Kinder übernimmt, der dürfte eigentlich sein Kind gar nicht in eine öffentliche oder in eine Schule generell schicken, ja, sondern es müsste dafür sorgen, dass es privat oder durch Homeschooling unterrichtet wird. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein oder im Laufe der Zeit fällt mir auch immer mehr auf, wie viel Stuss ich selbst in der Schule gelernt habe, was ich nie in meinem Leben gebraucht habe, nie brauchen werde. Ja, wir haben einen Bekannten, mit dem haben wir uns unterhalten, der wusste auch zum Beispiel nichts über die Situation, die politische und rechtliche Situation über die BRD, geschweige denn, wie die Medien ticken. Der war immer der Meinung, ha, die Medien berichten die Wahrheit, die Medien berichten neutral, die Medien berichten unabhängig. Ja, wir wissen selber, wenn wir hinschauen in die Nachrichten, oder hinhören, eine Zeitung gelesen haben, wir wissen, was in den anderen Nachrichten kommt, von anderen Sendern, Zeitungen und so weiter. Es ist eine Einheitspresse mittlerweile in Deutschland. Die Entwicklung ist leider auch in vielen anderen Ländern mittlerweile so. Und ich muss trotzdem sagen, trotz der ehemaligen Franco-Diktatur hier in Spanien, trotz einer paramilitärischen Polizei namens Guardia Civil, kann ich hier freier und angenehmer leben als in Deutschland. Mag sich für viele jetzt komisch anhören, es ist aber tatsächlich so. Ja, was will ich noch dazu sagen? Ja, über Sklavendasein habe ich mal nachgedacht in Verbindung mit Arbeit. Auch da werde ich noch einen Beitrag dazu machen, allerdings im Prollbereich. Da könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen. Wird bestimmt eine lustige Geschichte für manche zum Nachdenken. Ja. Und wie gesagt, wir sind immer noch kräftig unterwegs. Wir bleiben auch unterwegs, solange wir können. Was ich schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass sehr wenige Leute bei uns auf die Werbung klicken, beziehungsweise auch ich mein erstes Buch mittlerweile kostenlos abgebe, weil es einfach nicht gekauft wird. Nicht, weil die, ich weiß nicht warum, ja, also wahrscheinlich hängt es mit dieser kostenlosen Kultur des Internets zusammen. Auf jeden Fall kann man es mittlerweile kostenlos bei mir runterladen. Mein zweites Buch, das ich vorhin schon angesprochen habe, beschäftigt sich mit einer grundlegenden gesellschaftlichen Thematik. Das werde ich ganz sicher nicht kostenlos abgeben. Das werde ich auch versuchen, über einen Verlag zu verbreiten, in der Hoffnung, dass vielleicht mehr Geld zusammenkommt. Ja, was will ich sonst noch sagen? Ich wünsche euch alles Gute. Ein tolles Jahr 2015. Wir haben heute den 3. Februar mittlerweile. Und wie gesagt, Freitag Werkstatt, Dieselpumpe abdichten.
Dann geht es Richtung Tabernas in die Wüste, wo auch viele Filme entstanden sind, wie zum Beispiel auch der Schuh des Manitou. Lawrence von Arabien wurde da teilweise gedreht. Also das wollen wir uns anschauen. Granada werde ich wahrscheinlich meiden, denn die haben angeblich momentan eine sehr hohe Terrorwarnstufe. Nicht, dass ich Angst hätte, einem Terroristenangriff zum Opfer zu fallen, sondern ich mag einfach diesen Massenauflauf an staatlicher Behördlichkeit nicht. Ja, und deswegen werde ich da einen Bogen drum machen. In die La Alhambra, wie sie so schön heißt, diese Festung oder was da oben ist, würde mich interessieren, aber man muss sich vorher lange Zeit anmelden und es kostet ein Schweinegeld und deswegen werde ich das nicht unterstützen, beziehungsweise da auch nicht hinfahren. Es soll noch irgendwo in einem Ort namens Santa Fe oder so heiße Quellen geben. Das werde ich mir vielleicht noch anschauen. Dann in Orgivar, das auch zwischen Motil und Granada im Tal El Morón, soll es eine Hippie-Kommune geben, beziehungsweise sind auch viele Eltern, die mit Kindern unterwegs sind, dort versammelt. Auch da möchte ich eventuell noch hinschauen. Ja, und wie es dann weitergeht, ganz ehrlich, ich weiß noch gar nichts für dieses Jahr. Ich lasse mich einfach überraschen, was kommt. Lass uns einfach hineintreiben. Okay, ich wünsche euch was. Bis demnächst. Micha von Family on Tour.